Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier, gerade auf dem Marsch. Ja, ich bin gerade dabei und wir bringen Gärresau auf Feld Nummer 54 mit Outrive und mit Crossplay Fetters und Outrive zur Tool. Und das sollte man jetzt überwachen. Das heißt, der braucht relativ viel, also von der Flüssigkeit. Und da will ich mal sehen, ob das entsprechend klappt, hinfahren zu BGH. Ja, das ist auch mal Süd, ne? Die anderen sind ja im Norden. Denke ich mal, geografisch gesehen, oben unten. Ja, die GRS ist gut. Naja, unsere Kräuter mögen das sicherlich auch, ne? Wir sind Dünger kriegen, ne? Wo die Kräuter nicht so empfindlich sind. So, da hat er ja gerade mal eine Runde geschafft, noch nicht mal, eine halbe. Er kann kein Ziel berechnen, weil wir heute auf Mist daher. Warum kann er kein Ziel berechnen? Bist du wahnsinnig? Ach so. Nee. Ah, ja. Das Problem ist hier. Ich weiß, was das Problem ist. War, er suchte jetzt Feld 54 und da kann er ja nicht hinfahren, da ist er nur nicht angeschlossen. Ich müsste eigentlich hier, wo er runterfahren soll, Lohnfahrer, das ist für Crossplay und Rodrein. Denn hier geht es ja runter. Das will ich auch nicht ändern. Das heißt, hier wo die Punkte sich treffen, werde ich mal einfach den bezeichnen. Und zwar mit Feld 54. Ja, Ausfahrt oder so, ne? Ja. Feld 54. Aus. Erstellen. Dann werden wir es hier mal ändern. Mal gucken, wo ich das gespeichert habe. Schon Standard. Wege machen wir zu. Genau. Das werde ich jetzt einfach so reinschieben im Felder von bis. So. Gut, hat zwar nicht die Reihenfolge gemacht, müsste ich jetzt im Prinzip wieder ändern. Und zwar Feld, ja, wie das der Holger gemacht hat. Und zwar Feld einschreiben und dann die Nummer. Und dann Ausfahrt, ne? Weil das hat er ja nicht geschrieben. Das sind ja die Felder, wo er im Prinzip rauffahren kann, ne? Die Punkte. Und ich werde das hier mal kurz nochmal ändern. Nee, erstmal hier reinschreiben und ändern. Ja, das machen wir so. Ich muss ja versuchen, so zu schreiben, wie Holger gemacht habe, da die Reihenfolge nicht passt. Ne? Sonst schmeißt er mir das immer irgendwo hin. Oh, das möchte ich mal so nicht. Könnte auch A, B oder C schreiben hinten dran als Hinweis, aber das weiß ich irgendwann nicht mehr, was das sein soll. Umbenennen. So. Und da nicht. Ich fahre jetzt mal ganz kurz wieder zum Punkt zurück, wo er vorher war. In der Hoffnung, dass er mit klarkommt, ne? Das ist ja, soll der klappt von alleine, nicht dass ich immer eingreifen muss. Bei großen Sachen ist es ganz gut, wenn das die unsere intelligenten Fahrer alleine hinkriegen. Ich muss nur halt den Grund finden, warum es nicht klappt. Wenn nämlich äh,
ganz gut. Ne? Hier war fertig. Hier muss ich mir Cosplay einstellen und nicht über Overdrive. Sonst lest passenden Grund einstellen. Und es klappt. Es war fertig jetzt dahin zum BGH. Ha, Wahnsinn. Ob das nachher ja normalerweise an aufhängen müssen. Ne? Ist ja das Zettel. Ja, mal schauen. Der funktioniert. Aber wir schauen mal rüber, was die anderen machen jetzt hier. Die Ernte läuft, das klappt ganz gut. Anscheinend hat das gewirkt. Und hier läuft auch. Der Kollege war fertig. Den können wir jetzt fahren Richtung Feld Nr. 54. Können wir das löschen. Mal gucken, ob hier irgendwas noch nacharbeiten muss. Ich habe ja wieder ganz groß weich genommen, dass meisten Ecken nicht hundertprozentig. Bei scharf ist immer so eine Sache, das sind Bäume an der Ränder. Ne? Das ist immer die erste Runde ist immer scharf. Schwierig zu gestalten. Den Cosplay mal wieder deaktivieren, diese. Nicht Cosplay. Ja, genau, die Ecken fehlen. X. Oben die Ecken nicht ganz so dramatisch, da kommt der Drescher eh nicht hin. Aber ich würde ganz gerne hier in der Mitte diese kleinen Punkte auch mit ausgesät. Ne? Wir können auch den Unkraut da oder das was da hinten als Rapsreste zu sehen ist, was verdorrt ist, kann man sagen, verfault oder ja, verrottet kann man sagen. Ne? Hinüber, da können wir auch noch ein bisschen zu machen. So. Mal sehen, wie das klappt. Hopfen einer ist voll. voll. Ja, gut. Ich persönlich ziehe immer die deutsche Sprache vor. Weil ich die kann. Verstehen, vor allen Dingen verstehen. Können das die andere Frage. Aber wenn es Englisch ist, ist halt so, ne? Das ist ja hier Computersprache, ist ja überwiegend Englisch. Ich persönlich wäre Deutsch lieber. Ja, hier halt eine Karlstation mal gehabt. Ja, der bin ich gerade nicht angeschlossen. Aber hier plane ich auch irgendwas mal bei Gelegenheit. Vielleicht kommt hier mein neuer Rinderhof hin und mal sehen. Mal sehen. Oder Schafe. Schafe habe ich noch keine. Kühe. Ich mal gucken, was die Kühe machen. Mensch, Junge, ich habe einen Tag. Wenn ich anfange, muss ich das prüfen. Schweinestall ist noch ein grüner Bereich. Naja, grün, gelb. Junge, die fressen mir die Haare vom Kopf, du. Milch habe ich so viel für. Das sind meine Masttiere. Das heißt, ich muss spätestens, ja, morgen, ingeben morgen, muss ich dabei gehen. Und die Tiere versorgen. Euer Kuhstall wäre ja ein bisschen besser. Weil da gibt es einen mit automatischer Fütterung. Wäre die Sorge mit Futter nicht mehr so extrem. Schweine könnte man auch übrigens machen, ne? Das wird sogar gehen. Muss ich mal gucken, ob ich den Mod drauf habe oder rausstellen muss. Dann wäre das ein bisschen leichter. Ich muss mal schauen, ob der andere klarkommt, ne? Mit Gülle. Hopfen, das läuft. Sonnenblumen, Hopfen.
Blocking, ah, nur kein Hopfen, ja. Blocking ist gut. Kann sein, dass er steht und wartet. Der andere ist der Wario, ne? Ne, Wario ist halt der mit Sonnenblumen. Lexikon, Wario, Hopfen. Da muss ich gucken. Finde ich jetzt gar nicht im Fahrzeug. Ja, die Grasernte muss ich auch wieder anfangen, ne? Das ist ja auch wieder zu weit. Ja, schauen wir mal, ne? Machen wir die Ernte fertig. Ein bisschen rangieren hier. Ich möchte auch nicht jeden Baum wegnehmen, das ist ja auch. Das gehört irgendwie dazu, ne? Ja, fahren nicht ganz in die Ecke rein. Ist auch okay. Fahrer. Das muss mal nichts heißen, ne? Der 5 km/h 1015 ist der mit dem Güll. Okay. Der V. Und. B mal enden und G, X. Wir klappen zusammen, wir fahren Richtung Hof. Den Rest auffüllen, Dünger und so. Und dann schauen wir. Mit der G-Rest, ob das klappt. Ansonsten wollen wir da mal stehen lassen und warten, bis er fertig ist. Und zum Not, wir fahren eh auf 1. Okay. Bei der Ernte ist auf 1 die bessere Wahl, sag mal so, ne? Mittlerweile haben wir schon Herbst. Da könnte es sein, dass sie die in den Frühstunden. Oh, unsere neue Wiese ist auch schon gewachsen. In den Frühstunden. Boah, noch zu feucht ist. Schwierig, schwierig heute. Ah, jo. Folge Nummer 4. Ich mache mal ganz gerne eine ganze Reihe, eine Aufnahme. Dadurch, das lässt sich alles im Ganzen besser steuern mit Kursgang Outdrive, weil das sind eingestellt, die fahren jetzt. Ansonsten ist jede Folge erstmal fleißig überall die Fahrzeuge suchen und einstellen, ne? Und das ist dann schon ein bisschen mehr Arbeit, ne? Ja, Freitag, wieder eine Woche geschafft. Wo ich aktuell spiele. Tja, und die Folge kommt danach. Da kann ich wieder sagen, wieder ein Jahr geschafft. Oder? Ne, wenn ich so ernst. Es soll ja die Woche wieder milder werden. Also. Das nächste Hochwasser wahrscheinlich. Aber eher. Sachsen ist Schnee gefallen. Naja, gut. Flüsse. Ja, Flüsse sind mehr gefährlich, wenn Eis führen. Ne? Wenn sie da entsprechend sich Eis. Wenn die Eisplatten sich da blockieren. Oder und Elbe. Die könnten ja ein bisschen mehr Eis geführt haben jetzt. Da war ja ein bisschen Kälte die letzten Tage. Die hatten ja Temperaturen. Nachts teilweise um die minus 20 und kälter. Jo. Ist schon heftig, ne? Aber das gefällt der Greta garantiert nicht. Passt nicht ins Narif. Ich wollte eine Außenansicht machen. Deckel auf. Außenansicht ist C. Deckel auf ist gut. Oh, unser. Müssen wir einklappen wieder. Sonst kommen wir nicht weit. Ja, wo der genau gruppern soll, das weiß ich auch nicht. Hat ja eigentlich nur die Stellung für. Ja. Oder ist ein Originalfahrzeug vielleicht nicht zu sehen? So. Dünger rein. Machen wir Weizen oder machen wir Gerste? Schwierige Frage, ne?
müssten eigentlich auch mit Gerste machen, ne? Bis eine Abwechslung kommt. Brauerei brauche ich ja immer das. So, wir haben noch was im globalen Markt, da muss man dazu sagen. Und im Lager haben wir noch Weizen drin. Aber eins wird immer fehlen. So. Sonnenblumen. Müssen wir leicht durchschalten. Der 0 km/h. Könnte sein, dass er wieder im Weg steht, irgendwas. Ich fahre eh da mal lang. Mal schauen, ob da was zu sehen ist, ob da irgendwo steht. Blocking, ja, jetzt kommt Blocking. Wahrscheinlich der andere Fahrzeug, der gerade beim Abladen berühmt und im Weg steht. Das kann sein. 15, da zeige ich euch noch ganz kurz. So. Einfacher wird es ja sein, wenn alles im Lager wäre, ne? Aber Gärreste und so Gülle. So, dann fahren wir hier vorbei. Denn ganz stark, dass er hier vorne blockiert. Da soll er hier sich beladen, werden die Gärreste, und dann soll er zurückfahren zum Feld. Irgendwo hier muss er jetzt stehen und nicht weiterkommen. Ja, hier steht er auch. Warum kommt er jetzt nicht weiter? Ja, hat sich entlassen. Warum nicht? Mal gucken. Ist er angegeben, ja? Ihr könnt die beiden Lichter auch verkaufen. Das wäre das ganz im Grunde einfacher, ne? So. Dann habe ich 4 Geräte. Und doch zu wenig traktorenmäßig. Naja, ich muss immer mal sehen, dass man das sortieren kann, nach dem, was man braucht, ne? So. Irgendwann werde ich vorbeigekommen. Ich weiß auch nur nicht, warum er jetzt so zickt. Oder weil er hier nicht klarkommt. Wir selber fahren, ne? Also bin ich ein bisschen ratlos. Die wäre vielleicht vorbeigekommen, ja. Das geht. Hier blockiert vieles. Ja. Müssen mal probieren, ne? Nutzt ja auch nichts. Muss er den Grund finden. Also beladen hat er schon mal, das ist mal viel wert. Hier kommen wir nicht weiter. Hier fahren wir rüber über den Hof, über den Schweinehof. Und dann geht's die Hauptstraße.
Manchmal ist ja auch ein bisschen mal, man hat vielleicht eine Einstellung gemacht, die nicht passt und schon haut er mich hin. Aber gut. Zeit. Oh, Überlänge. Knappe Überlänge. Zuschauer, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Sag mal tschüss, ciao, ciao. Jo, warum geht's hier weiter? Warum klappt das auch mit dem Abfahrer hier? Tschüss.